Und jetzt vor lauter Schwatzerei muss ich erstmal nachschauen, was war denn eigentlich unser Auftrag? Das ist natürlich schön. Erstmal wieder ein schnelles Zwischenspeichern. Okay, war das Mission 3? Ja, ich denke schon, dass das Mission 3 war. Ja, doch, genau, stimmt. Wir haben uns ja damals das letzte Mal verabschiedet quasi. Und jetzt schauen wir hier mal die Missionsziele. Yangcheng und Wancheng müssen wir besetzen. Eins von beiden haben wir schon. Das ist schon mal schön. Sehr schön. Hier wird weiter rekrutiert. Fleißig, fleißig. Jetzt haben wir zumindest mal wieder ein paar Einheiten da oben stehen. Das ist doch ein bisschen schon mal ein gutes Zeichen. Hier muss erstmal noch niemand rein. Und von euch brauche ich eigentlich einen Stall. Aber wir haben momentan einen sehr hohen Holzverbrauch, den wir erstmal irgendwie wieder gegensteuern müssen. Das heißt, ihr kommt hier mal rum und fangt hier an, mit Holz abzubauen. Die haben auch schon hier wieder sehr viel, sehr fleißig gemacht. Hier drüben, dann kann ich erstmal nichts weiter tun, weil es da am Holz fehlt. Aber das kann ich noch machen, den Schildschutz erhöhen. Und danach müssen wir dann erstmal abwarten. Ihr zwei. Zwei von euch werden mal bitte noch Schwertkämpfer und zwei von euch noch Lanzenkämpfer. Und danach werden hier wieder neue Bauern rekrutiert. Und mit denen können wir dann wieder ein bisschen bauen. Glückwunsch, irgendwas stand da, wahrscheinlich zu der Erforschung. Hier geht immer noch nichts, hier würde wieder was gehen. Rüstungsschutz der Truppen erhöht, immer her damit. Ja gut, Liu Bei steht da und oha, was ist denn hier wieder? Er hat ganz wenig Erde, kann ich denn? Ne, ich kann ihn nicht belohnen. Status? Nee. Fähigkeiten? Ja gut, was mache ich denn, wenn seine eigene Erde zu weit ziehen? Das liest sich ja ehrlich gesagt überhaupt nicht gut. Genau, ihr drei seid hier fertig. Das heißt, erstmal eins meiner Lieblingsgebäude aus diesem Spiel platzieren. Weißt du was? Das machen wir. Ach, das machen wir. Wo machen wir das denn hin? Ich würde sagen, wir machen das einfach mal hier hin. Dann haben wir hier das Gebäude. Und dann haben wir eigentlich schon mal die wichtigsten Grundsachen, denke ich mal, gebaut. Die Maschinenwerkstatt fehlt noch. Hier machen wir mal eine Truppe draus. Ihr kommt mal hier zusammen. Dann mache ich hier mal eine erste. Ja, wie soll ich sagen? Die erste Truppe, die ich auch mal mit Fernkämpfern und Ähnlichem aufrüsten möchte. Und wir bräuchten für diese Truppe eigentlich rundum mal Pferde, damit wir die dann auch nach außen schicken können für, ja, ich sag mal, Erkundungsarbeiten oder die Einnahmen von irgendwelchen Gebäuden. Wäre natürlich von Vorteil. Hier passen noch zwei Leute rein. Gehst du wohl her? Dankeschön. Einmal noch Nahrung. Oder zweimal noch Nahrung. Wir machen einmal Wein und einmal Nahrung. Ansonsten, hier haben wir einen Tempel, den würde ich aber, glaube ich, erstmal außen vor lassen. Eine Maschinenwerkstatt, oder hieß die so? Ja, ich denke schon, genau, Maschinenwerkstatt. Oh, Moment, hier mal schauen. Ich habe gerade gesehen, wenn man das Haus oder die Maschinenwerkstatt anklickt und fährt da mit der Maus drüber, dann hat das ungefähr die originale Geschwindigkeit, wie sich das Menü quasi auf dem alten System noch oder auf einem älteren System aufgeklappt hat. Interessant, interessant, durchaus. Hier könnte ich bauen, wenn ich die Jungs ein bisschen verschiebe. Weißt du was, das mache ich jetzt einfach mal schnell. Fahrt mal ein bisschen auf Abstand, wahlweise auf Abseits, ins Abseits, wie auch immer. Du gehst hier weg, wahlweise ihr, und sobald ihr weg seid, kann ich das doch hier reinbauen. Siehst du, sage ich doch, ihr helft hier auch gleich mit. Hier wird erstmal nicht weiter trainiert. Die Jungs waren hier. Jetzt habe ich Schützenheitskräfte, mich keine Ahnung oder wie. Jetzt muss ich bloß schauen, nicht, dass dann wieder dieser dämliche Geschosswagen kommt und alles über den Haufen ballert. Wortwörtlich. Das möchte ich nach bestem Gewissen eigentlich vermeiden. Hier wird fleißig Wein hereintransportiert. Ich wollte doch irgendwas schon wieder machen, habe vergessen was. Genau, weiterforschen wollte ich. Erhöhe die Fleischproduktion. Immer, immer ein Vergnügen. Immer her damit. Glückwunsch! Eine entsprechende Forschung wurde abgeschlossen. Ich wollte gerade noch lesen, welche das war, aber das gehen wir dann doch wieder einen Zacken zu fix. Ihr 5 geht hier rüber, dann brauche ich nochmal ein paar Mann, 5, 6 Stück, damit wir zumindest 2, 3 hier drin abstellen können, falls wir noch was bauen wollen. Und wenn wir dann das Ding haben, ach Mist, das wollte ich gerade schauen, da hat es geleuchtet, dass Helden anwesend sind, aber dann waren die auch schon wieder weg. Schau, da geht's wieder los. Oh, diesmal sind keine Dings dabei, keine. Oh, und da stirbt einer seiner Helden. Diesmal sind keine Dings dabei. Wie heißt es denn? Keine Fernkämpfer. Das heißt, das können wir hier mal eiskalt ausnutzen. Wie viel Schaden machen wir denn? Ja, 3 Punkte Schaden immerhin. Ich glaube, wir können den Schaden dann natürlich noch weiter erhöhen. Oh, bis jetzt schaut es ganz gut aus. Da kommt niemand rein. Natürlich gibt es für unsere Helden noch keine Erfahrungspunkte, aber wir können hier ganz entspannt alle niederschießen. Die Tore halten noch genug aus. Wie gesagt, wir können ja mal zwischenzeitlich ein bisschen intervenieren, indem wir jetzt sagen, repariert das da mal schnell, bevor es auseinanderfällt. Und dann, ja, jetzt macht doch hier nicht so einen schreienden Aufstand. Wir haben das Ganze doch voll und ganz unter Kontrolle. Ich habe immer noch kein Getreide. Ihr 5 Jungs, ihr müsst mir hier oben trotzdem nochmal einen Bauernhof hinsetzen, tatsächlich.
direkt hier oben. Dann können wir hier rund um das Ding was aufziehen. 4 Bauernhöfe, das ist echt schon eine sehr große Zahl, eigentlich bloß für eine Stadt. Aber wenn das denn nötig ist, so soll es denn sein. Du baust mir hier mal noch ein paar, rekrutierst mir noch ein paar Jungs und Mädels. Was ist denn hier genau von dem Blauen? Und mit dem Blauen sind wir verfeindet. Und der Blaue hat den Gelben und uns als Feind. Und der hier lebt ja eigentlich noch, denke ich. Oder ist vielleicht ausgerückt dabei gestorben, das weiß ich nicht. Aber unser Verbündeter und sein Feind. Hätte er sich mal nicht mit uns angelegt, der Junge. Aber gut, jetzt muss er mit den Konsequenzen leben, wenn man das so sagen kann. Was ist das eigentlich? Yangcheng. Achso, wird hier die Stadt angezeigt, wo man gerade ist, oder wie? Offizier für öffentliche Sicherheit. Wissenschaftsoffizier, den brauche ich, glaube ich, für den Tempel. Und für den weiß ich es aber doch. Ich glaube, den für diplomatische Beziehungen oder so ähnlich. Weißt du was? Das können wir doch eigentlich mal direkt probieren. Wenn ich hier denn jetzt einen ernenne, Moment. Einfach mal ihn. Kann ich denn jetzt hier irgendwie diplomatisch interagieren? Nein, kann ich irgendwo anders diplomatisch interagieren? Ah ja, Diplomatie. Tribut zahlen, Verstärkung verfeinden. Wählt den Kriegsherrn aus, dem er Tribut zahlen möchte, der eigentlich gar keinem. Ich denke ja nicht mal im Traum daran. Ich dachte, ich könnte mir von ihm Geld leihen, wenn er schon keine eigene Stadt mehr hat, weil er mir die in die Hand drückt. Tja, soweit kommt es doch, dass ich dem Jungen hier irgendwie... Nee. Gut, wir haben hier eine Möglichkeit, obwohl brauche ich ihn momentan nicht. Ich glaube, da schicke ich bloß Leute bei Bedarf rein, weil momentan brauchen wir dann niemanden drinne. Machen wir mal ein paar Soldaten da raus. Ach, hier drei steht auch noch hier rum. Schön, schön. Hier mal noch rein. Hier oben müssten die 5 doch fertig sein. Genau, nur Getreide will ich von euch sehen. Nein, nicht entlassen, sondern hier, genau. Ganz viele fleißige Getreide bauen. Und hier oben Stufe 2, die ersten Stufe 2 Forschungen. So, wie viele Pferde braucht ihr? Wir rekrutieren erstmal 10 Stück, danach schauen wir weiter. Was kostet mich eins? 40, 25 und 10. Das ist nicht gerade wenig, aber wir sollten damit in einem gewissen Zeitrahmen doch dann hinkommen. Und hier kann man das Ganze ja noch aufforschen und aufrüsten. Genau, hier haben wir die Soldaten verbessert, hier die Rüstung. Ich weiß nicht, warum ich das ab und zu immer wieder verwechsel. Aber egal, für was ich es halte oder was es dann letztendlich sein soll, Hauptsache es ist erforscht und Hauptsache wir können dadurch dann quasi ein bisschen einen Vorteil erzielen. Und hier die versteckte Falle wurde erforscht, hier gleich wieder das nächste. So langsam aber sicher können wir schon sagen, wir haben wieder sehr viel Zeug aufgebaut und aufgerüstet. Das heißt, wir könnten vielleicht mal drüber nachdenken, sobald die ersten 10 Pferde da sind oder die ersten 20, ein bisschen eine entsprechende Erkundungstour zu machen. Mal die 2 Helden zu mir, die kriegen die ersten 2 Pferde. Hier ist ein Held anwesend. 1019, Rang 1. Gut, den kann ich momentan nicht leisten. Schade. Ihr kommt hier rum. Da sind die letzten Soldaten gar raus. Ich könnte hier doch 2 Trupps eigentlich draus machen, theoretisch. Das heißt, wenn ich jetzt sage, du kommst mal zu mir und kriegst den ersten Trupp unterstellt. Nur so einen kleinen Erkundungs- und gemischten Spätrupp, genau. Nein, ihr 2 kommt hier runter. Dann mache ich nämlich aus euch allen erstmal eine Gruppe 2. Und aus euch eine Stufe 1 Gruppe. Was ist denn jetzt hier wieder? Da habe ich es gesehen. Der hat schon wieder nach uns gezaubert, der Lump. Gleich mal auf den da schießen. Gut, wenn ich will, dann bleiben wir hier. Mal den da gar niederschießen. Das geht ziemlich schnell. Oh ja, das sieht man schon. Da wird ordentlich geballert. So, der Junge ist weg. Da war gerade schon wieder der uns hier verzaubern wollte. Das heißt, wir schicken mal unseren General raus. Da will er es nämlich probieren. Da hat er einfach uns auseinandergezaubert. Wahnsinn. Aber das soll da ein bisschen durch die Gegend jagen. Das ist kein Problem. Der kann sich anscheinend auch nicht wirklich wehren. Und da gibt es den 3. Rang für unseren Kollegen. Hier holen wir mal... Nein, für dich holen wir den nicht. Du kommst hier hoch. Aber wir können dich mal darunter schicken. Dann holst du dir das Pferd. Obwohl, ist eigentlich falsch. Ich wollte eigentlich erst die andere Gruppe mit Pferden ausrüsten. Macht aber nichts. Das heißt, dann schicken wir den hier runter, den hier hoch. Und hier machen wir eine weitere Gruppe draus. Was habe ich gesagt? Das ist die Gruppe 1. Das ist die Gruppe 2. Ich würde sagen, zu den Truppen können wir dann später noch unsere Sturmleitern dazuziehen. Du gehst mal hier hoch, dass ich die ein bisschen sortieren kann. Hier nochmal ein paar neue Pferde dazu. 10 Stück, würde ich nochmal sagen. Obwohl, so viel brauchen wir wahrscheinlich gar nicht mehr. Ist egal, die finden später noch Verwertung, vor allem Verwendung. Ihr alle setzt euch mal bitte auf die entsprechenden Rösser. Na, wirst du wohl. Danke. Und hier hoch mit euch. Und dann haben wir hier wieder ein paar Leute, die wir ebenfalls dann gleich auf die Pferde setzen können. Ich möchte natürlich vorher
mal ein paar neue Leute noch dazu. Und 10 Stück, die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Hier unten geht es weiter mit den Wirtschaftsforschungen. Immer schön, wenn man sieht, dass seine Siedlung Stück für Stück weiter und weiter wächst. Das ist schon, man sieht quasi, es tut sich was. Wir stellen uns quasi nicht ganz so doof an, wie wir zunächst aussehen. Wir könnten einen rekrutieren, wenn wir das Geld hätten. Haben wir aber momentan leider nicht. Das heißt, wie gesagt, ich plane ja gerade für einen ersten Ausfall, dass wir ein paar Städte uns holen können. Schlau gemacht natürlich. Man ist hier irgendwie auch im Zugzwang, denn man möchte ja seine Städte oder irgendwie die Möglichkeit haben, noch Geld dazu zu bekommen. Dazu muss man dann natürlich wieder außerhalb der sicheren Stadtmauern unterwegs sein, bevor ich hier weitermache. Nein, erstmal ein bisschen die Ausrüstung verbessern. Was macht das Holzamt? Ich habe es nicht gelesen. Stopp, ich will es noch wissen. Schildschutz und Rüstungsschutz. Ganz viel Schutz für unsere Einheiten, das klingt immer schön, das möchte ich gerne haben. Ihr vier werdet Schwertkämpfer und ihr vier werdet Schützen. Ja, Lanzenkämpfer habe ich momentan nicht so viele, ne? Das heißt, wir werden hier mal noch ein bisschen aufholen mit verschiedenen Sachen. Und dann, genau, hier habe ich doch, jetzt habe ich alle, wunderschön. Das heißt, wir rücken hier mal aus, in der Hoffnung, dass wir jetzt nicht in irgendeine gegnerische Armee reinlaufen. Aber das sollte gehen. Das Tor muss ich auch mal wieder reparieren. Und dann rennen wir hier erstmal wieder raus. Stimmt, und rennen zum Anfang unserer Start. Zu dem Start unserer Mission. Das war ja hier am Anfang irgendwo, denke ich. Mir war doch so, kommt hier mal raus. Und weiter geht's. Dann schauen wir uns erstmal um. Hier wird ja irgendwo was sein für uns. Vielleicht finden wir auch schon die zweite Stadt. Ach, 3 ist Liu Bei alleine, alles klar. Moment, ich möchte hier ganz nach oben. Erstmal hier ganz nach oben. Findet sich hier noch irgendetwas? Nein, das heißt, wir gehen hier erstmal runter durch das unentdeckte Gebiet durch und in der Zwischenzeit rüsten wir von daheim aus unsere Einheiten weiter auf. Hier wird fleißig weiter geforscht und gebaut. Mal hier alle bitte aufsitzen. 5 Lanzenkämpfer hätte ich gerne noch und 2 Leute gehen trotzdem mal hier in die Werkstatt. Wir werden da nämlich demnächst, schätze ich, trotzdem mal was bauen, wenn wir die entsprechende Erforschung haben. Mal hier weitermachen. Eine Buddha-Statue, die ist zwar ganz schön, aber ist jetzt etwas unbrauchbar für mich. Hier haben wir ganz viel Eisen. Das ist auch sehr angenehm, aber wie gesagt, nichts, was mich momentan sehr vom Hocker reißt. Ach, schau an. Moment, wir ziehen erstmal alle Leute hier zusammen und jetzt können wir hier angreifen. Da kommt alle gar rum. Da sehen sie doch schon. Und jetzt attackieren. Oh, das geht sehr schnell. Da verliert er natürlich gerade auch sehr viele Einheiten. Also sehr viele Bewohner, die dann da quasi sterben oder das, ja, wie soll ich sagen, ihre Zelte abreißen, woanders hin möchten. Und da haben wir es eingenommen, haben automatisch einen Steuersatz von 30%. Direkt kurz bevor es nochmal Münzen gibt. Yang Cheng, es fehlen Ressourcen. Was fehlt? Getreide natürlich, was auch sonst. Ihr drei hier hoch. Erstmal. Das heißt, hier haben wir noch 2 Schützen, die ich gerne mal noch zu Pferd oder auf das Pferd gehen lassen wollen würde. Hier leuchtet es, aber wir können momentan uns leider niemanden leisten. Ihr bleibt mal hier oben. Vielleicht ziehe ich euch noch später zu der ersten Gruppe mit rein. Ein Schwertkämpfer, ein Schütze und ein Lanzenkämpfer noch. Und weiter geht's mit euch. Wie viel Ausdauer habt ihr noch? Auch noch genug. Okay, also nicht genug, aber immerhin ein bisschen. Dann flitzen wir hier doch ganz, ganz fix mal durch die Gegend. Hier wird ja irgendwo noch was sein. Ach, schau an. Erstmal hier alle in diese Richtung laufen, dass ich da drin auch gleich welche sammeln. Dann stehen nämlich mehr Leute dran und dann können wir hier direkt attackieren. Da kommt auch unser Kommandant. Oh, man sieht schon, da hat sich das gerade, wenn man es denn so sagen kann, bin ich so verwirrt, dass ich gleich mal wieder eine kleine Stolperfalle selbst einbaue. Ja, man sieht, dass sich das Ganze ein bisschen zurückbaut und man dann dementsprechend auch eine kleinere Stadt einnimmt, normalerweise eine demolierte Stadt. Bis jetzt sehe ich hier aber erstmal niemanden weiter. Ne, hier ist Schluss. Mal hier nach unten. Hier oben im Eck könnte höchstens noch was sein, aber da müssten wir dann nochmal schauen. Ich denke nicht, dass sich da der Gegner versteckt. Ja, noch ein Ding. Schau mal, wie schön und groß diese Stadt schon ist. Und schau mal, wie schön die uns steht. Das heißt, wir reißen hier einfach mal ein. Und ja, erfreuen uns daran, dass wir damit unsere eigene Kasse ordentlich aufbessern können. Da hat man uns wieder gesehen, da hat sich das Aussehen ein bisschen verändert. Ihr macht das schon. Ich gehe hier in der Zwischenzeit mal noch ein bisschen forschen. Und hula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 . Erstmal hier auf den gegnerischen Kommandanten. Die tanzen jetzt alle der Reihe nach durch, aber Hauptsache, die fallen alle der Reihe nach um. Ich habe schon gehört, wie er gestorben ist.
Hier und da verlieren wir wahrscheinlich einen, was sich nicht vermeiden lässt. Und schon haben wir das Ding größtenteils wieder rumgerissen. Gut, einen haben wir verloren. Zum Glück auch gleich mit Pferd. Also mit gleich mit Pferd meine ich im Sinne von, dass wir keinen Soldaten zu Fuß haben, denn es sind herwackelt doch deine Lanzenkämpfer. Wir haben doch zwei Pferde verloren, oder zwei Pferde und einen Soldaten. Leider. Hier mal weiterschauen. Ich würde gerne noch diesen Typ finden, wo seine Stadt oder so ist, sein Stadteingang. Hier ist nichts. So, gehen wir erstmal. Ich würde sagen, wir gehen dann erstmal wieder zurück. Hier können wir auch direkt hoch zu uns. Genau, gehen wir hier mal wieder zurück und hier in die Stadt. Dann stellt ihr euch hier mal so ein bisschen abseits, würde ich sagen, hier nach oben. Oh, Pferde habe ich schon lange keine mehr rekrutiert, das ist natürlich sehr gut. Mehr Pferde, dann können wir hier auch wieder mehr Leute dazuziehen. Die werden mit zur Gruppe 1 gezogen, da kommen sie doch schon wieder angerannt. Ach, weißt du was, wir haben jetzt momentan eigentlich soweit alles gebaut, was ich bauen wollte. Das heißt, wir geben jeweils unendlich viele Pferde und Dorfbewohner in Auftrag. Aber unendlich viele Pferde ist wahrscheinlich ein bisschen viel, ist ja auch unendlich. Aber ich würde sagen, eine sehr große Anzahl, weil dann würde ich sagen, können wir uns einfach auf die Kavallerie verlassen und die, wie heißen sie? Die, mir liegt das einmal mehr auf der Zunge, die Belagerungswaffen sein lassen. Ach, jetzt kommt da keiner mehr durch, oder was? Geht mal hier ein bisschen auf Abstand. Genau, jetzt kommen die hier durch. Die können jetzt auch hier hochgehen. Machen wir aus euch mal wieder eine gemeinsame Gruppe. Da ist der Lanzenkämpfer, der schon ebenfalls bei den anderen dabei war. Und da erholt er sich auch langsam mal hier wieder auf ein neues Pferd. Und alle hier zusammenziehen. Meine Gruppe 1 daraus machen. Und dann heißt es eigentlich wieder bloß warten. Vielleicht, wenn ich nicht so lange auf die Pferde warten möchte, könnte man auch sagen, man schickt die anderen Leute dann hier los. Aber auch hier gilt natürlich, ich möchte meine Leute ungern, unvorbereitet in den Kampf ziehen lassen. Eine zweite Akademie vielleicht zum Forschen? Ne, ich weiß ja nicht. Da haben sich die Jungs wieder... Ach, der konnte gerade von da hinten abgeben, das habe ich auch noch nicht gesehen. Sehr schön. Aber die laufen sehr schnell, können entsprechend dann ihre Waren abgeben. Getreideproduktion erhöht. Auch gut, hier zieht sich natürlich leider Kriegsnebel wieder zu. Die kreisfreien Städte holen sich langsam 8600, 9300 und 9600, hat man es gerade gesehen. Es erholt sich ein bisschen. Genauso wie die Lebenspunkte, wenn ich das richtig sehe. Hier mal wieder zurück. Das Erdbeben, schnell. Puh, gut. Meine Güte und Menschlichkeit natürlich. Dafür bin ich bekannt. Ich war nur darauf, dass gleich wieder irgendwas einstürzt. Da habe ich es gehört, aber ich habe nicht gesehen, wo. Wo ist es eingestürzt? Wo blinkt es auf der Karte? Anscheinend nirgendwo. Okay, gut. Egal, solange nicht gleich irgendwas komplett demoliert wird, sehe ich da keine Probleme. Da, jetzt habe ich es aber gesehen. Das war da oben. Das heißt, du kommst gleich... Oh, nicht das arme Lager. Gleich hier mal reparieren. Irgendwo hat jetzt noch woanders eingeschlagen. Ich sehe aber nicht schon wieder, oder sehe schon wieder nicht mehr wo. Na, jetzt wirst du mal diese vier Leute mir geben. Danke. Hier vier Schützen. Und hier vier Lanzenkämpfer. Und aus... euch, ne, aus euch, machen wir hier mal eine kleine Truppe noch drauf. Sie dürfen bei den anderen dann mitgehen. Und dann brauchen wir neue Soldaten. Dann können wir eigentlich fast schon wieder einen Angriff wagen, tatsächlich. Ihr vier, jetzt steht ihr natürlich hier so mittendrin. Muss ich schauen, dass ich keinen aus seiner Produktionskette rausreiße. Nochmal Schwertkämpfer. Schwertkämpfer kann man immer gebrauchen. Hier nochmal einen anderen Schützen dazu. Ja, und dann würde ich sagen, könnte man hier ebenfalls nochmal diese Erforschung in Auftrag geben. Ihr kommt hier wieder hoch. Genau, dann kann ich euch, aus euch noch eine weitere Truppe machen. Und jetzt gehen wir wieder raus. Sie müssten ja alle soweit wieder erholt sein. Wir haben noch eine halbe Karte zu erkunden. Der Gegner muss ja auch noch irgendwo sein. Gut, also der hat mehr Angriffe, weniger Führung. Der hat weniger Angriffe, aber mehr Führung kosten. Ah ne, ich könnte mir sogar einen leisten tatsächlich. Der macht mehr Schaden. Dann holen wir uns einfach mal diesen Herrn hier. Ihr seid ein großer Held und ich möchte euch dienen. Eine Aussage, die ich sehr stark begrüße. Das heißt, du gehst mal hierher, ihr seid ja wieder hier und wir reiten direkt mal nach hier unten. Vielleicht finden wir hier auch noch direkt was. Ach, schau mal, also tatsächlich, hier finden wir direkt noch was. Und man sieht schon, jetzt geht es wesentlich schneller. Wir haben mehr Soldaten dabei, unsere Einheiten sind auch stärker geworden. Ich wollte schon sagen, stärker gewesen, aber das hat ja dann wieder grammatikalisch einen, ja, wie soll ich sagen, einen totalen Ausfall zur Folge. Oder zur Nachfolge, deswegen, sollte man vielleicht doch ab und zu mal über das nachdenken, was man sagt. Ich gelobe ja jedes Mal Besserung, aber das stimmt dann leider auch nur, das stimmt dann leider auch nur meistens und auch nur sehr bedingt. Hier mal weiter spazieren. Hier muss jetzt irgendwo diese riesige Stadt sein, wo der rauskommt, die gar nicht... Ach, schau, habe ich sie auch schon gefunden. Ach, schau mal her. Gleich hier alles einreißen. Und hier wäre auch direkt noch ein Buddha-Kopf.
Haben wir alles erwischt, ja, und unsere Jungs leben sogar alle noch. Habe ich hier noch irgendwo in der Nähe einen weiteren Dingenskirchen? Einen Dingenskirchen, dessen Name mir nicht einfällt. Mir liegt es auf der Zunge.